Stadtupdate 67. Heute, die Brücke ist fertig und grobe weitere Planung. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Kasi Brickborn und im heutigen Video wollen wir uns natürlich wieder weiter an die Brücke dran machen. Das heißt, wir werden, wie letztes Mal besprochen, hier alles soweit hier unten zumachen, denn das muss noch sein, das sieht ein bisschen blöd aus. An den Ecken haben wir es ja bereits getan. Ja, ein bisschen Beleuchtung wollte ich ja eventuell auch mit reinbauen. Mal gucken, ob das dann irgendwie, ja, schauen wir mal, angestrahlt werden sollte es auch noch. Ich muss mal schauen, wie ich das alles so fuckel. Ich würde sagen, ich lege mich erstmal hin. Nein, ich lege jetzt erstmal los und dann sehen wir uns gleich wieder. Das heutige Video von mir entstand mit freundlicher Unterstützung von Lightstex, dem Hersteller mit kompatiblen Beleuchtungssteinen. Vielen Dank. Jo, ich bin hier richtig dran. Hier ist ordentlich was los. Ich habe schon mal ein bisschen geschafft. Ich mache das auch nicht noch höher zu, weil ich habe dann von hier hinten ein Licht rausstrahlen. Das gleiche werde ich an der Stelle machen, damit das so ganz leicht dezent beleuchtet ist. Aber wirklich nur ein Hauch von dezent beleuchtet. Ja, also nicht viel. Ja, deshalb, das wird so gelassen. Diese Schlitze bleiben natürlich offen, weil genau da drin steckt ja gleich der Brückenbogen, den ich mal eben kurz hier abgestellt habe. Ja, jetzt mache ich auf dieser Seite noch eben, ja, mal eben, ne, genau, alles zu und dann melde ich mich anschließend gleich wieder. Bis gleich. Ja, hier habe ich jetzt soweit auch alles zu, bis zu einer bestimmten Höhe, genauso wie hier vorne. Wie gesagt, das Licht kann herausscheinen da oben. Das reicht von beiden Seiten, ich denke mal. Das schauen wir uns aber auf jeden Fall heute noch an. Dann habe ich hier nochmal so ein bisschen, ja, den Berg ein bisschen verändert. Ein bisschen mehr Grün noch drauf gemacht. Und ich denke mal, ein bisschen dunkelgrün auch, weil es unterhalb der Brücke ist. Ich glaube, das ist okay. Ich werde jetzt den Brückenbogen einsetzen und dann melde ich mich gleich wieder. So, ich habe jetzt einmal das Licht unter der Brücke angemacht. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, es müsste es noch ein bisschen dunkler machen eigentlich hier im Raum. Aber das ist gar nicht so übel. Das hat was. Ja, und wenn dann auch die Brücke von außen so ein bisschen angestrahlt wird, ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Wege. So, das Ganze natürlich jetzt auch einmal im Hellen. Da habe ich natürlich, wie gesagt, die Felsen bis zu einer gewissen Höhe in hellgrau oben jetzt gemacht. Ich glaube, bis zu der Höhe reicht das auch. Hier muss ich noch ein bisschen grün reinmachen, um das Loch da so ein bisschen zuzumachen. Ja, und ich werde mich natürlich auch hier an diese Ecke dran machen jetzt noch, um das zu schließen. Aber wahrscheinlich nur bis hierhin, also bis zum Wasserfall quasi. Ich denke, damit haben wir heute genug geschafft. Im Prinzip ist damit die Brücke fertig und auch voll eingebunden. Ob es nachträglich dann nochmal beleuchtet wird, ja, ist halt ein bisschen was, was so halt dazu kommt. Jo, also ich mache mich jetzt hier vorne dran und dann sehen wir uns gleich wieder. Ach ja, da war ja noch was. Der YouTuber-Treff. Heute zieht ein Beardman Bricks. Ich hoffe, ich habe es richtig just gesprochen. Herzlich willkommen bei mir in der Stadt. Ich nehme dich mal eben hier rüber. Trara, ja, sieht auch super aus. Freue mich total. Du bist auf Instagram vertreten und ich glaube auch nur, in Anführungsstrichen, das ist natürlich heute auf jeden Fall bei mir in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr auch tauschen möchtet, einfach mich anschreiben. So, da ist sie schon. Die fertige Brücke, auch diesen Teil habe ich jetzt soweit hier zugemacht, so dass die Brücke gut zwischen die Felsen, ja, eingebunden ist. Wie gesagt, hier natürlich auch überall alles fertig gehabt und ich glaube, das sieht richtig gut aus. Ja, das war's soweit für heute und jetzt geht's erstmal mit den Zugfahrten weiter. Und heute fährt mal wieder die 7740 von Lego. Thank you.
war's für heute erstmal. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar, aktiviert das Glöcklein. Ja, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und zwar habe ich mal hier ein paar Steine ausgelegt. Ja, das ist für die weitere Planung. Das muss jetzt einmal sein. Ich hatte hier jetzt mal ein bisschen aufgeräumt, alle Kisten hier weg. Wir müssen hier das ganze Areal noch fertig machen. Da ist einiges zu tun. Ich erkläre mal ganz kurz grob mal einmal. Ich möchte diesen Weg unter einem Felsen weiter durchführen. Hier hört es dann wieder auf, weil ich möchte Folgendes erreichen, dass wir hier noch ein bisschen weiter rauskommen. Ja, so bis hier. Und dass wir hier oben mehr Fläche haben. Denn hier oben sollen ja auch noch diese drei Gebäude stehen, diese drei Ferienhäuser, Luxussuiten, wie auch immer, weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Und dazu geht dann der Pad langsam ansteigend hier hoch, macht eine Kurve, geht vor dem Bungalows her bis hier oben hin. Die grünen Steine, das wird letztendlich die Kante werden von der Sand-Wasserlinie, sag ich mal. Und ich glaube, wir haben dann schon einiges an Strandbereich hier. Das sind dann so grob 2 Baseplates an Strandbereich. Das ist okay. Es gibt ja auch nur ein kleines Privatsträndchen hier. Aber na, ganz so klein wird er doch nicht werden. Ich glaube, das wird gar nicht mal so übel sein. Ja, das war es erstmal zur groben Planung. Wo ich weitermache? Das ist eine gute Frage. Am liebsten würde ich mich ja schon hier an diese Sache dran machen. Aber ich glaube, ich fange doch lieber hier vorne an und ziehe erstmal so ein bisschen diesen Felsen hier raus und mache so ein bisschen hier den Durchgang zum Strand. Achso, Strand will ich wahrscheinlich, den Zugang zum Strand werde ich wahrscheinlich an dieser Stelle machen. Das heißt, ich werde diese Mauer nochmal wegreißen. Ja, so, jetzt haben wir genug erzählt. Schaut einfach beim nächsten Mal wieder rein. Also, bis dahin. Tschüss!